Dresden ist überall. Oh hoppla, das ist jetzt die deutsche Polizei. Die steht aber sinnbildlich für genau die Infrastrukturapokalypse, die wir in Dresden hier erleben durften und dem grünen Wahnsinn, der in Dresden Einzug gehalten hat. Ein grüner Stadtrat, der keine Ahnung von Bauphysik, Bauplanung, Statik, Architektur oder sonst irgendeinem handwerklichen Beruf Gewerk hat, was sich irgendwie mit dem Thema Bauen befasst. Ein studierter Soziologe ist der Baustadtrat in der Stadt Dresden. Und so kommt es, wie es kommen musste. Die Brücken in Dresden, sie werfen sich jetzt freiwillig in die Elbe, bevor sie ab nächsten Monat hätten saniert werden sollen. Die Zeichen der Zeit, sie wurden ignoriert, alle Warnungen über den Haufen geworfen. Und jetzt wollen die Grünen selbstverständlich keine Verantwortung übernehmen. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wirklich phänomenal. Es gibt zum Beispiel aus der 13. Wahlperiode des Deutschen Bundestages aus dem Jahr 1996 eine kleine Anfrage, die sich mit den Problemen der Spannbetonbauwerke in der Bundesrepublik befassen. Damals wurde nämlich 1996 eine Nutzungszeit von 70 Jahren zugrunde gelegt, nachdem man jahrzehntelang nur 50 Jahre zugrunde gelegt hatte. Aber für alle, die technisch nicht wissen, was gemeint ist, eine Spannbetonbrücke, es gibt sehr viele in diesem Land, das ist eigentlich die hauptkonstruierte Brückenart. Sie besteht aus einer Betonbrücke, wie man sie kennt, und innerhalb entweder des Betons oder des Hohlkörpers gibt es gespannte Stahlseile. Es gibt die Variante, dass die Stahlseile einbetoniert sind oder dass die Stahlseile sichtbar sind. Und diese Spannung der Stahlseile sorgt für die Stabilität dieser Brücke. Jetzt hat der zuständige Baudezernent schon eingeräumt, dass man erheblichen Chloriteintrag in diese Brücke in der Zeit der DDR gehabt hat. Das führt zu Chloridkorrosion, eben genau an dem Bewährungsstahl oder an dem Spannstahl. Der Bewährungsstahl ist quasi das Gerüst, was den Beton hält, und der Spannstahl ist dafür verantwortlich, dass es am Ende ein Spannbetonbauwerk gibt. Eine der bekanntesten Spannbetonbrücken, die ihr wahrscheinlich kennt, ist die Wormser Rheinbrücke, wo auch dieser Kanal herkommt. Als erste deutsche im Freivorbau gebaute Spannbetonbrücke nach dem Zweiten Weltkrieg steht ein Modell dessen sogar im Deutschen Museum in München. Und die Kammer in der Brücke ist so groß mit 2,90 Meter. Ich bin da selbst schon durchgelaufen. Deswegen, der Grüne sagte jetzt, man steckt in so einer Brücke nicht drin. In einer Hohlkammerbrücke steckt man sehr wohl drin, weil man sie von innen begutachten muss. Jetzt gab es hier vorbereitende Arbeiten, denn ab nächsten Monat sollte diese Brücke hier saniert werden. Man wusste um den schlechten Zustand der Brücke, hatte allerdings keine Probleme mit der Standfestigkeit festgestellt. Wie konnte es jetzt hier so weit kommen? Es ist eigentlich relativ einfach. Es gibt keinen fest vorgeschriebenen Prüfzyklus für solche Brücken. Der Deutsche Bundestag, der Gesetzgeber, könnte ganz einfach hingehen und könnte festschreiben, es gibt ab sofort einen TÜV für alle Spannbetonbauwerke in diesem Land und alle 2 Jahre müssen diese geprüft werden. Denn sie sind zwar in der Konstruktion einfach und in der Herstellung auch kostengünstig, diese Spannbetonbauwerke, doch in der Unterhaltung fressen sie einem sprichwörtlich 50 bis 100 Jahre die Haare vom Kopf, weil sie rund um die Uhr aufwendig betreut werden müssen. Feuchtigkeitseintrag, man muss immer aufpassen, ob dann Tausalze, Abwasser, irgendwas in das Bauwerk einsickert. Und es gibt jetzt hier aber einen großen, großen Faktor, den ich für viel interessanter halte bei dieser Brücke. Der C-Abschnitt der Brücke ist der Abschnitt, über den dort die Straßenbahn fährt. Und bei schienengeführten Brücken gibt es das Problem der Streustromkorrosion. Hat wahrscheinlich noch keiner gehört, aber der Strom kommt über die Oberleitung, führt zum Fahren, und es gibt ja sonst immer beim Stecker 2 Pinne, also es gibt den Strom, der kommt, und der Strom, der geht zurück. Vereinfacht gesagt, Strom ist zwar verbraucht, aber der Spannungsunterschied, der verschwindet einfach, sagen wir mal so. Und die Eisenbahn bekommt über die Oberleitung ihre Spannung zugeführt und über die Schiene wird in der Regel die Spannung dann wieder weggeführt. Das ist die Rückleitung. Man kennt das immer wieder, seht ihr, wenn ihr an Bahngleisen entlang lauft, alle 50 Meter ist ein Erdungskabel, wo dann diese ganze Schienenanlage auch nochmal gegen den Boden geerdet wird. Hier kommt es zu Stromflüssen. Und das auf einer Brücke ist ein weltweit bekanntes Problem. Die Streustromkorrosion
ist sogar wissenschaftlich untersucht, darüber gibt es ganze Doktorarbeiten und man weiß ganz genau, man muss hier einen kathodischen oder einen anodischen Korrosionsschutz innerhalb des Bauwerkes, also der Brücke, anbringen oder in der Nähe der Gleisanlagen, damit genau entweder an der Anode oder Kathode, je nach Bauweise, dass das die erste Stelle ist, die korrodiert. Wir kennen das, unsere ganzen Gasleitungen, die nicht aus Kunststoff sind, sondern die etwas größeren, die aus Metall sind, sind auch mit anodischem Korrosionsschutz versehen, der wird mit eingegraben und das ist, kann euch mal ein Foto einblenden, wie sowas aussieht. Ist relativ unspektakulär und das sind die Gegenstände, die sich zuerst verbrauchen, bevor dann das normale Bauwerk mit der Korrosion beginnt. Man nutzt hier die elektrochemische Spannungsreihe und nimmt dann einfach ein edleres Metall, was als erstes reagiert. Soweit, so einfach. Jetzt gab es seit Juni diesen Jahres Vorbereitungsmaßnahmen eben für die Brückensanierung. Unter anderem wurde zum Beispiel an den Fernwärmeleitungen herumgebaut und auch an diesen Fernwärmeleitungen gibt es kathodischen oder anodischen Korrosionsschutz. Ich würde jetzt vermuten, es ist halt wirklich hier eins zum anderen gekommen. Man hat die Baustelle vorbereitet und hat mit Vorbereitungsmaßnahmen das Spannungsgefüge in diesem Bauwerk verändert. Jetzt nur mal angenommen, es wäre jetzt auch denkbar, es gibt da alle 50 Meter so ein Kabel, um die Schienen zu erden. Und die Bauarbeiter haben einfach irgendwas schon auseinander montiert, dass einfach der gewohnte Spannungsfluss in der Brücke jetzt anders läuft. Und wenn hier hohe Ströme laufen, ist es durchaus denkbar, dass hier auch innerhalb von einer Nacht so viel elektrochemische Korrosion stattfindet, dass dann hier diese Spannglieder versagen. Nichts anderes wird es hier am Ende gewesen sein. Eine gewisse Anzahl der Spannglieder ist über die Rissspannung hinausgegangen und damit reißen diese Glieder. Damit wird die Sicherheit bei den anderen Gliedern auch überschritten und dann reißt das ganze Ding. Also wenn da jetzt 100 Spannlitzen drin sind, die das ganze Bauwerk halten, ja, das ist mit doppelter Sicherheit gerechnet wahrscheinlich, aber ist ein DDR-Bauwerk, das heißt, 50 Litzen würden das Bauwerk nicht halten, sagen wir mal, vielleicht 70 würden es halten. Und 7 Minuten vorher ist noch eine Straßenbahn darüber gefahren, wo man dann ganz genau weiß, durch das Fahren der Straßenbahn hat die elektrochemische Korrosion dann wieder ein Stück weiteren Lauf genommen. Und da gibt es wirklich ganz krasse Fälle davon. Man kann mit elektrochemischer Korrosion wirklich Löcher in so einer Größe durch mehrere Millimeter Metall innerhalb von kurzer Zeit machen, weil eben Strom im Einsatz ist. Wir kennen alle nur den normalen Rost, das bisschen Korrosion, was man so sieht, das sind 0,2 Millimeter pro Jahr, die Stahl rosten. Wenn wir in die Elektrochemie gehen und das Ganze mit Strom unterfüttern, können wir daraus Zentimeter machen, die man hier korrodieren kann. Das geht am Ende soweit, dass ich jetzt gespannt bin, was mit den zwei anderen Bauwerken passiert. Ich würde sagen, man muss das ersatzlos abreißen, die komplette Brücke in Dresden, auch A- und B-Teil. Egal, ob sie saniert wurden oder nicht, die Standsicherheit ist absolut nicht mehr gegeben. Die Grünen in Dresden bzw. der Bürgermeister von Dresden sagt schon, die Pfeiler stehen ja noch, da werfen wir einfach eine neue Betonbrücke wieder drauf. Und da muss man aufpassen, es wäre jetzt mal an der Zeit, dass man hier konstruktionstechnisch mal weggeht von diesen vielen Spannbetonbauwerken und mal andere Arten der Konstruktion hier versucht. 110 Meter Spannfeld waren es, die jetzt in der Elbe liegen, in Worms am Rhein. Diese Brücke hätte nächstes Jahr quasi erneuert werden sollen, diese Spannbetonbrücke. Man hat sich jetzt dazu entschieden, sie so lange stehen zu lassen, bis sie quasi in sich zusammenfällt. Ist kein Spaß. Es gibt jetzt ein digitales Messsystem in der alten Wormser Rheinbrücke, die rund um die Uhr Veränderungen an der Brücke aufzeichnet und man macht jetzt ein ständiges Monitoring dieser Brücke, um zu prüfen, wie weit man mit digitalen Errungenschaften solch eine Brücke länger in Betrieb halten kann. Ich halte das für Wahnsinn. Man hat sie erst 2008 aufwendig saniert und jetzt ist sie schon wieder Schrott. Man sollte sie dann einfach abreißen und einfach eine neue bauen. Wir können von Glück reden, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Und ich weiß noch, wie groß hier das Gelächter war in Deutschland, als in Italien die Brücke in Genua zusammengestürzt ist mit 43 Toten. Sie ist inzwischen schon wieder eröffnet. Ich würde wetten, in Dresden warten Sie auch 2030 noch auf Ihre neue Brücke. Damit schreib mir unbedingt mal einen Kommentar unter dieses Video, wie du die ganze Sache siehst. Und damit sage ich ciao, bis bald.